Hallo und herzlich willkommen bei... Oh, Alter, hier ist ja voll das Echo. Ich glaube, das müssen wir nochmal aufnehmen, Tom. Ja. Was war der Rest, der hinten noch auf der Packung steht? Auf der Verpackung steht Alter Time, Alter Space, Alter Echo, ey. Alter also, Echo, ein selten dämlicher Name für den deutschen Markt. Das hätte man vielleicht ändern können, zum Beispiel Other Echo oder Alternative oder Echo. Oder nur Echo. Oder Echo, ne? Genau. Und dann hätte man vielleicht doch darauf hoffen können, dass... Oh, ich glaube, jetzt habe ich so lange nichts gedrückt. Bevor es losgeht, haben wir gerade gesehen, ja, THQ, ne, schade. Ja. Bevor es losgeht, können wir einmal zu den Extras gehen und uns einen Promo-Trailer angucken. Denn auch wir haben keine Ahnung, was uns eigentlich erwartet. Einfach mal ein PS2-Spiel dafür haben. The most powerful substance ever created. Wow. Controls time. Controls physics. Only a chosen few can control it. But only one can save us from it. Is he talking das about me? Das ist schon sehr radical. Yeah. Ein bisschen cool aus. Alter Space. Alter Time. Alter Echo. Das macht aber auch keinen Sinn, selbst im Englischen. Naja, Alter Space und Alter Time. Also Alter Time auf jeden Fall. Ja, ja, aber was ist denn aber Alter Echo? Auch da fehlt dann ein The mindestens. Sei denn Echo könnte die Substanz sein. Ja, wahrscheinlich. Ja, dann würde es Sinn ergeben. Oder also, Hauptcharakter. Es gibt, glaube ich, keine Untertitel, deswegen werden wir womöglich leise sein, wenn das Intro läuft. Aber ihr kennt uns ja also halt. Ach gut. Ach doch. In the year 2050 AD, it is the most... Rohstoff... What? What? In der dritten Zeile. Rohstoff. It's called Shapers. They mold the stuff into anything they imagine. Even spaceships. But it's only found one place. Proteus. Whole damn planet's made of it. That's why we needed a shaper like you, Nevin. I know all this. What's our mission? You ever hear of a shaper named Pavo? Oh, come on. He was just the most brilliant shaper of all time till he died. Our company faked his death. Set him up at a remote research post on Proteus, where he's been 3 long years, designing the plastids that made IMS rich. 2 months ago, we began an experiment to create a new radical multiplast with supercharged biocircuitry. That's impossible. Not for Pavo. He reported success 3 days ago, called the new stuff Echoplast. But then, he sent this transmission. For humanity, I reserve my disgust. And so I have become discarnate, separated from the flesh without human body, subsumed by new flesh as its voice and shepherd. That's really nuts. So, we've got a lunatic sitting on the century's most precious discovery. No sign of Midas post, just that tower. 3 little lambs to the slaughter. I just love killing things. And I just love that you love it. I think I'm evil. Eject! Are you fucking... Entschuldigung, können wir nochmal anfangen? Was? Hä? Okay. Wer war... Wir sind jetzt auf dem Planeten, wo es das ganze Zeug gibt. Die ganzen Rohstoffe. Und scheinbar ist unser Charakter da jetzt irgendwie von betroffen. Rohstoffe. Rohstoffe. Das war auch nicht subtil. Oh, guck mal. What the hell? I'm still alive. Soul Weaver. With a sword? Oder? Alive. Who is that? You were falling. Das ist voll so. Das ist wirklich ein bisschen. So die Story. Okay, you have my thanks, but who are you? I'm Nevin. We have to hurry. What's with this? Das ist so fucking Soul. Selbst seine Flügel da. Ja, ja, das war das, was mich zuerst daran erinnert hat. Aber dann auch, dass du mit so einem Wesen da redest und eigentlich war er tot, aber. Ich bin Seelenräuber. Goddammit. Mein Todesengel. Mein Sohn. Oh nee, kann ich nur. Was denn?
So. Ach, kannst du nur beides. Warte mal, also ich drücke jetzt nach unten, der geht nach oben. Ja. Ich drücke jetzt nach links, der geht nach rechts. Das ist dann invertiert. Ja, aber wenn ich jetzt auf, das ist normal. Gehe ich invertiert, drücke ich nach oben, man geht immer noch nach unten. Ich drücke nach links, man geht immer noch nach rechts. Ich glaube, das ist für eine Ego-Perspektive, die es bestimmt irgendwo gibt. Du kannst es noch, Tom versucht es mal, aber ja. Oh nein. Das ist ja in in Kingdom Hearts auch so gewesen, das fand ich auch so total schlimm. Mal Start drücken. Bewegung ansehen. Hey. So, nee, das ist wirklich nicht das. Durability. Musst mit Start aktivieren, wenn du was geändert hast. Ja, ist einfach Dauer invertiert. Fuck this game. Das wird. Aber es sieht ganz hübsch aus, finde ich. Ja. Meine Angriffe, normal und stark. Und. Kreis, also drei Angriffstasten und ein Sprungtaste, wie man das kriegt. Jetzt habe ich aber echt Probleme, ich kann die Kamera eigentlich nicht bedienen. Seid ihr? Nevin, I have fashioned these drones to be harmless. When you dispatch them, they will keep respawning, so that you can practice using your sword. Okay. Und der hat ein bisschen die Rüstung wie der Typ aus Dark Sector. Oh Gott, Dark Sector. Das Ding, was dann jetzt zum Kinn geht. Ein heftiger Angriff. Kannst du juggeln. Ich finde die Anzeige links oben ganz nett. Wenn man nicht weiß, was das alles bedeutet. Naja, Lebensenergie, irgendeine Wut. The biocircuitry is so advanced. Hast du das noch nie den Anzug angehabt, oder was? So it pleases you. Pavo actually did it. He created a new kind of plast. That's what this suit is made of, right? Echoplast? Yes. From my flesh it is made. From your what? There is more to show you. The Corporation ist eigentlich evil, die das Echo Blast nimmt, Tom. Can you imagine? Das wird vielleicht wirklich so eine Soul Weaver Geschichte, aber gemünzt auf. Ja, Soul Weaver Geschichte wird nicht. Also, wie sähe die denn aus? Oh. Oh, die Kamera, Tom. Also, ja. mit oben unten invertieren kann ich noch leben, ne? Aber links und rechts invertieren, das machen doch wirklich nur Nazis. Wer macht denn sowas? Wer invertiert denn bitte links und rechts? Warum? Who's this father? Father hurts. You have parental issues? Der Vorhang sieht echt hübsch aus für. Was? Der Vorhang? Der Vorhang. Der Umhang sieht wirklich hübsch aus für damalige Zeiten. Plastid. Ist das jetzt immer noch eine Drohne? Was ist das Soul Weaver Schwert? Ja. God damn it. Der hat das Soul Weaver Schwert. Oh, Kombo. Es gibt Kombos. Flashing Sword plus Razor Sword. Ja, das waren die Kombos, die ich nicht habe. Do it again. Sieht ein bisschen aus wie so ein Bienenwabenzeug. Ach, weißt du, was ich mir gerade erinnere? Also, ich habe ja gesagt, das Spiel kommt vom Typen, oder ich weiß gar nicht, ob ich während der Aufnahme gesagt habe, der jetzt gerade bei einer der Chefs von Double Fine ist, oder in der höheren Position, als Blatt Muir, weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, hat jetzt gerade Master Chalice gemacht. Und da habe ich halt mal gesehen, er war bei Giant Bomb zu Besuch und dann die das Spiel gespielt. Ja. Das kann man auch irgendwie fast zeitgleich oder kurz nach Devil May Cry raus. Den ersten. Ach so. So. Und die hatten dieses Spiel gemacht, was halt auf Kampfsystem da ausgebaut ist. Und dann irgendwann Devil May Cry dann so, holy shit, was ist das denn? Weißt du, und das ist so, fuck. Dann war dieses Spiel natürlich direkt zum Scheitern verurteilt, weil einfach Devil May Cry dieses gesamte Genre revolutioniert hat oder eigentlich erst fast schon gegründet hat. Aber du siehst ja, die wollen halt was Ähnliches machen.
Aber es gibt das halt vor Devil May Cry und alles, was nach Devil May Cry kam. Ich finde diese Perspektive ganz lustig, weil man doch eher selten darüber nachdenkt, wenn irgendwie Leute ein Spiel machen und das Spiel kommt raus und halt sich gleichzeitig angucken, was noch so rauskommt, eventuell im Konkurrenzfeld und sich dann denken, oh crap. Also das ist ein sehr interessantes Video. Außer Ubisoft, die ihre eigenen Produkte als Konkurrenz für ihre eigenen Produkte zur gleichen Zeit releasen. Das ist Kernmodul der Zerstörung, glaube ich, muss erst, wenn ich es richtig verstanden habe, mehr von den Typen hier killen. Dann sollen diese komischen Ringe verschwinden hiervon. Ja. Aber es steuert sich ganz, ganz fix bisher. Es erinnert mich vom Zusehen eher an sowas wie Ratchet & Clank oder so. So, ach, es hat drei Angriffstasten, die allein schon. He shapes his drones and traps for my flesh. I cannot resist him. Your flesh? The drones were made of echoplast, just like this suit you gave me. I am what Father created. What, you're the echoplast? This helped me. Immerhin soll es kein Zwist nach 10 Stunden sein. Das wird jetzt fast befürchtet. Obwohl es den Antworten immer ausweicht. Kann ich blocken? Oh, nein, erstmal da lang. Erstmal gucken, was hier geht. Ich glaube, das ist nur so ein Zwischenraum. Sieht aus, als ob ich hier eine Decke langlaufen könnte, weißt du? Dass das so ein Telegraphweg ist. Oh. Die Kamera ist killing. Gott, wenn du das jetzt eine Weile spielst und dann wieder zurück zum Spiel mit normaler Stimme. Oh nein, du musst doch voll aufhören. Ich finde, das sieht irgendwie voll faszinierend aus, wie das hier einmal von links nach rechts geht. Voll wie ein Halo. War das da auch so? Hey, alle Halo-Spiele hatten diese hatten so lange Zeit, ne? Außer das neue, außer die Master Chief Collection. Du musst drücken. Okay. Ja, bitte. Wiedergeburt. Echo. Plasma. Ach, da oben gucken. Und ey, guck mal, kontinuierlich Musik. Also, wenn ich gerade überlege, dass das Spiel irgendwie in einem ähnlichen Zeitraum rausgekommen ist wie Oni. Naja. Gib mir das mal. Was? Die Packung. Never saw anything like this on Protein. Ja, wenn es vor 2003. Dann war es da gar nicht vor Devil May Cry, oder? War nicht Devil May Cry 2001? Es kam danach eigentlich, ja. Tell me who you are. You must keep. War das erste Devil May Cry auch 2001 oder so? Ja, hab ich gerade auch gesagt. Wahrscheinlich war es dann einfach während der Entwicklung. Während der Entwicklung. Was war ja wirklich ein furchtbares Cover. Ja, das ist einfach nur grün mit. Vielleicht blendet es, wer auch immer ist. Dann schaltet man ein, das deutsche Cover. Das so nichts ist. Benutze den rechten Analogstick, um die Kamera zu bewegen. Ja, danke. Ich mag das Zitat von psx2.com. Ja. Alter Echo könnte eines der originellsten, fantasievollsten und besten Fun-Spiele sein, das wir jemals gesehen haben. Ist es aber nicht. Also nein, das steht da nicht mehr. Fun-Spiele. Fun-Spiele ist ein schönes Wort. Wie das zu diesen ganzen anderen Spielen. Father has set up force fields across many important paths, locking them off. Guck mal, In-Story-Erklärung für die Kraftfeller, die mich daran hindern, weiterzugehen. Es gibt schon mal ein paar Punkte. Oh, dann aber Schalterrätsel. Was muss ich machen? Ich finde die Musik ganz cool. Atmosphärisch. Kam von THQ übrigens, haben wir gesehen. Kam von THQ. Ja, ja. Und ich glaube, es war nicht unbedingt ein Hit. Oh, wow. Das. Nee, ein Hit war es auf keinen Fall. Bring it on. Aber ich bin tatsächlich jetzt gerade erstmal. Also, weil das war jetzt so ein Spiel, eines dieser 99-Cent-Spiele auf Amazon. Ja. Stimmt, doch, ja, zwei bestimmte Gegner aufzuschalten. Die wahrscheinlich ach so, um anzuvisieren. Die, ja, okay. Ja. Also war eines dieser vielen 99-Cent-Spiele bei Amazon. Und da bin ich jetzt erstmal sehr positiv angezaunt. Das ist ein
ordentliches Action-Adventure. Von dem man scheint. Sieht auf jeden Fall, dass ein bisschen was drinsteckt. Es gibt ja so Spiele, die schmeißt du an und nach 5 Minuten merkst du, oh. Davon werden wir auch Beispiel demnächst noch mal was sehen. Soldier World War II oder wie es hieß? World War, ja. Das war ja der Soldier, größte oder? Mist. Naja, aber schon. War schon oder was. Conspiracy oder Skyscraper. Unicorn-Ding, wie hieß das? Achso, ist ja nicht Prism? Prism! Richtig. Aber mit Z. Pritzen. Und Y. Rohstopfe. Pritzen 2, Rohstopfe. Oh, ich glaube, ich werde das Ding mal kaputt machen. Kann ich noch nicht. Ach. Weil ich, das Ding hat ja tatsächlich auch so ein spezielles Feature, nämlich das. When I hit drones a bunch of times in a row, it feels like the suit is storing some kind of energy. Kann sich irgendwas transformieren irgendwie. Yes, when you chain attacks together, your suit collects plasma from enemies. Later I will show you how to spend that energy to improve your suit. Oh. Die Combo-Anzeige zeigt dir an, wie viele Treffer du hintereinander gelandet hast. Ach was. Je länger deine Combo, desto mehr Plasma erhältst du. Ich frage mich, ob sich dieser organische Look durchs gesamte Spiel zieht. Also von dem Trailer sah das gerade echt danach aus, ne? 5, Alter, zieh das rein! Boom! Schon! Stand da oben links. Du hast schon 5 Plasma gesammelt. Boah, ich wusste nicht. Ich bin so ein Videospieler. All the Extras. Also das wäre etwa echt was, mit dem ich privat Spaß haben könnte. Look, I'm not going any farther until you tell me who you are. I am the Echo Blast, Nevin. I am all around you. Ich bin der Planet. I am the world in this room, the ground beneath your feet. I am the suit you wear that I made for you from my flesh. That's impossible. Plast doesn't talk. Well, fuck you, I'm talking to you right now. He amplified its biocircuitry so much that it became something entirely new. You would best describe it as a nervous system, a huge living brain. Not even Pavel could pull that off. Plast can't think and it can't talk. I speak the truth, Nevin. I am the Echo Blast. I am going to alter you! Schalte auf Schalter, um die Umgebung zu verändern. Oh. Ach, schade, ich dachte, das kann versuchen. Nimmt sich der Raum oder so. Oh, oh, wir haben gerade kein Wiederbild mehr. Ein bekanntes Problem. Ich hoffe, es ist wieder da. Muss ich einmal kurz nachgucken, Tom. Das Bild noch da ist. Oh je, das ist nur ganz am Anfang bei den PS2-Spielen auch. Ja, ja, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Das hatten wir damals schon bei. Oh, wie hieß das Spiel? Na, war das nicht Conspiracy? Conspiracy, richtig. Also die Aufnahme läuft noch. Okay, Drohnenmodul da oben. Na dann, kommen wir zurück. Tommy, komm ich hin? Ach, lass mal. Nee, sowas nicht. Kannst du nicht ein bisschen schweben oder so? Ja, eigentlich müsste er das, also. Warte, ich muss es wieder nach unten fahren lassen wahrscheinlich. So. Zack. Ich will nach oben fahren lassen. Das fährt auch langsam nach oben. Ja, komm schon. Warte. Ja. Letzte Trick. Du musst, glaube ich, drauf stehen bleiben, bis ganz unten ist. Well, FML. Get away, guys. Please leave this room. We're making this very hard for me. Du lässt es nicht ganz nach unten, jetzt kommst du wieder nicht runter. Was? Das war ganz unten. Nein. Aber eigentlich hätte ich trotzdem irgendwie da oben hinkommen können, um zu verhindern, dass sie respawnen. Weil ich dachte eigentlich, ich müsste jetzt rüberspringen, wie dann. Gesamte Drohnen-Hills. Maximale Combo-Hills. 3. Das steht da gar nicht.
Lol. Oh, Tom. Diese Speichermenüs. Allgemein diese PS2-Menüs, alles so groß. Alright, I've made it this far. What have you got for me now? A gift. Oh, step awesome. On top the dice to receive it. Geschenk. Was jetzt Alter? What's a dice? Alter, was? Schön, wir können so gleich altern. Das ist so ein ganz traditionelles Schwert, ne? Das ist also ganz in die Welt. Oh! Ich bin alt, ich bin eine Waffe, ich bin Transformer! What? Ich dachte, ich wäre jetzt die große Waffe geworden. Nun. Die Waffe ist wirklich riesig. What the hell have you done to me? It is a gun for a man. It is. So that you can shoot father's drums from far away. I am going to be so slow in this thing. You are a shaper. You can reshape your suit at will. Oh, right, sure, easy as... pie? Wow, just like that? Yes, I will teach you how. That's so nice. Geht die Kanone nur so rum, zuck. Oh, was hat der 1 oder R1? War das Draven? Ah, kann ich das jederzeit? Oh, ich dachte, ich kann es nur auf den Buttons da machen. Okay, das ist geil. Ich fand so schön flüssig. Ich kann nur als der springen und dann... Okay, das ist wirklich cool. Diese Waffenanimation ist eher so mittel, aber... auch so Super Soaker-mäßig. Vor allem, weil er sich halt gar nicht bewegt dazu. Aber was ich dann einfach jederzeit zack machen kann, das ist schon... Also, das gefällt mir. Jetzt nicht mit gerechnet. Ich dachte auch eher, es wären so bestimmte Level-Passagen. Granaten. Ja, doch, das ist nice. Hier zurück, weil er ein Nahkampftyp ist. Oh, ich bin ein bisschen zufrieden mit dem Spiel. Nur ein bisschen. Ja, wie flüssig es auch läuft und so. Das. Das ist, kommt wahrscheinlich einfach daher, dass wir sonst nur Scheiß-Wop PS2 spielen. Boah. Und sogar das geht sofort weiter. Das ist doch alles herrlich. Leider hatte ich gerade irgendwie so ein Combo von 8 oder so, deswegen. Das ist ein bisschen schade. Aber das ist doch ein ganz Spielchen. Guck mal, sogar hier mein Zeug im Internet. Die Animationen sind halt auch wirklich nett. Sie tun, also das wirkt halt echt so, als ob es dynamisch wäre, fast schon, wenn es so aussieht, weißt du? Das ist natürlich so animiert. Diese komischen Flatter-Dinger dahinter. Please heal me. Thank you. Das ich mir schon vorstellen kann. So krass aus wie Marcel. Das ist halt, der Stil ist halt so eigen und wahrscheinlich auch so Nische. Ja. Dass das viele denn dann wahrscheinlich doch abschreckt. Was so ein richtige Art Spiel, das es nicht mehr gibt, diese Mid-Tier. Ja. Zwischen Indie und High-End. Wenn ein Spiel, das es nicht mehr gibt, von einem Publisher, den es nicht mehr gibt, ja. Dessen Art von Publisher es auch nicht mehr gibt. Ja. Was war hier? Ich hab jetzt gibt dir spezielle Munition. Oh. Boah. Alter, ich bin ja echt. Mach alles kaputt. Direkt everything auf unsere Crystals. Ah, guck mal, das kann ich jetzt invertieren, ihr Pfeifen. Wollt ihr mich verarschen? Hier habe ich jetzt normale Steuer. Oh, ich hasse das Spiel.